Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute jagen wir Elizabeth Wild in der Willow Street. Und ich habe mir schon überlegt, sollte das jetzt wieder die Oma sein? Da ich dann in den nächsten Videos oder im nächsten Video, sollte es die Oma sein, dann einfach diese Aufnahme nicht nehme, sondern anderes, damit einfach mal ein neuer Geist oder ein anderer Geist zu sehen ist. Normalerweise habe ich nichts gegen die Oma, aber es ist irgendwie, ich komme ja selber langsam verarscht vor, wenn ich jedes Mal die Oma habe. Deswegen, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber jetzt jagen wir erstmal die gute Elizabeth. Wir brauchen Salz. Wir müssen während der Jagd, Bereich räuchern und wir müssen Zeuge werden. Und entschuldigt, Ladies and Gentlemen, dass zurzeit kein GHC kommt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel heute, habe ich jetzt auch nur ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde Zeit zum Aufnehmen. Und für GHC braucht man einfach ein bisschen länger Zeit. Aber sobald ich wieder mehr Luft habe, sobald alles geregelt und geklärt ist, gibt es natürlich dann auch wieder andere Videos. Also da keinen Kopf machen. GHC wird auf jeden Fall wieder kommen und auch neue Projekte werden kommen. Vielleicht auch mal Obsidio beispielsweise und andere Horror-Games. Also darauf könnt ihr euch schon freuen. Natürlich auch im Livestream. Aber jetzt momentan, wenn ich halt einfach nicht ganz viel Zeit habe, ist halt Phasmo eine entspannte Lösung oder eine entspannte Zwischenlösung. Haben wir hier bis jetzt keinen Knochen. Muss nur ein bisschen lauter drehen. Okay, es könnte zu laut sein, aber dann höre ich zumindest was. Und ich habe mich schon immer gefragt, hey, wieso hörst du eigentlich jetzt nicht so viel wie andere Leute in Phasmo? Zum Beispiel Arani, sie geht ins Haus rein, geht in das Asylum rein, ganz rechts hinten ist irgendwo ein Waschbecken und sie hört es. Sie hört sogar das rechte Waschbecken, wenn sie links ist. Dachte ich mir auch so, ja, gut, alles klar, so krass, kranker Shit. Aber mir ist aufgefallen, dass einfach meine Soundkarte im Arsch ist. Deswegen kann ich auch keine Alerts aufnehmen oder sowas. Noch keine neuen Lieder auswählen oder runterladen oder halt aufnehmen. Weil einfach meine Soundkarte schon langsam im Arsch ist. Aber ich will mir jetzt keine neue kaufen, wenn ich mir sowieso irgendwann in näherer Zukunft einen neuen PC zulege. Da war eine Tür. Das habe sogar ich gehört. Wo bist du? Ich wollte gerade sagen, Kollege, das habe ich nicht aufgemacht. Was macht da unten im Keller? Mir egal. Der kommt nicht mehr raus. Verdammt, er ist rausgekommen. Okay, aber das deutet für mich halt eher auf den Fluggeist hin. Als jetzt auf einen Bedroom-Geist. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Ja, Ladies and Gentlemen, ganz wichtig, wenn der Geist anfängt zu jagen oder wenn ihr wissen wollt, ob der Geist jagt vor allem, drückt einfach kurz auf B. Wer jetzt hört es, hier, dieses Geräusch, kein Rauschen, was bedeutet, er jagt nicht. Wenn er jagt, habt ihr ein Rauschen. Und das hat mir schon in der einen oder anderen Situation Arsch gerettet. Und hin und wieder auch mal, wo ich mir dachte, okay, ich höre den Geist nicht mehr, meine Taschenlampe flackert nicht mehr, ich kann rausgehen, habe ich dann B gedrückt und gemerkt, ey, warte mal, der jagt aber immer noch. Also lieber noch ein bisschen warten. Deswegen, ja, aufpassen. So. Madame Monsieur Ghosty, zeig dich. Bist du hier? Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, was bringt es eigentlich, mit B zu fragen oder mit V zu fragen, wo der Geist ist. Also halt diese ganzen Trigger zu verwenden. Welchen Sinn hat es, das Ganze zu nutzen? Weil wenn man nur Agro macht, ist doch Schwachsinn. Nein. Ja, er wird ein bisschen Agro. Aber das heißt jetzt nicht, dass er dadurch leichter handeln kann oder sowas. Also für alle, die jetzt mal anfangen. Dass er aggro wird, bedeutet einfach nur, dass er aktiver wird und wahrscheinlich hat er irgendeine Aktion macht. Zum Beispiel hätte er jetzt hier noch die Türen geöffnet und wir hätten jetzt mit ihm geredet, hätten wir sowas wie dieses Türen öffnen triggern können. Ich frage mich nur gerade, wo der Knochen ist, denn ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Hallo, gehst du auf? Nope. Also, er hat die Tür aufgemacht und er hat die Tür sogar schon zweimal aufgemacht. Das ist korrekt. Wo habe ich jetzt mein EMF gejobbt? Ich hasse es einfach, dieser schwarze Boden. Da ist es. So, hier. Man kann echt Musik machen mit dem EMF. Finde ich cool. Jetzt hat man einen deutlicheren Unterschied. Aber also auf jeden Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, Fluggeist. Ich finde es gerade angenehm. Hier einfach gemütlich in Willow ein bisschen zu chillen. Ist jetzt inzwischen ein schönes Haus geworden. Wie gesagt, dieser scheiß dunkle Boden ist halt so asozial. Schaut euch das an. Ich habe zwar nichts gegen Schwarz. Mein Kleiderschrank sieht genauso aus. Wobei, da ist nicht so viel Weiß dabei. Aber hier, dunkel, 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 dunkel. Ich nehme sowieso keiner. Dunkel. Ich weiß, das war jetzt irgendwie deprimierend. Dunkel, 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 dunkel. Oh. Ja. Droppt den Shit am Boden und du siehst es nicht mehr, du findest es nicht mehr. Hier sehen wir nochmal unser EMF 5, das haben wir schon eingetragen. Da denke ich mir auch nur so, alles klar.
erstmal alle Gegenstände schwarz machen, die man so ins Haus trägt, die man vor allem auch reinlegt und nochmal nehmen könnte. Einfach nur, dass man mehr suchen muss. Wo ist die Logik dahinter? Vielleicht wollten sie wirklich, dass man jetzt länger oder mehr Zeit im Haus verbringen muss, indem man einfach diese Gegenstände sucht, damit die Sanity schneller droppt. Das wäre ja Schwachsinn. Aber, beziehungsweise, es wäre nicht Schwachsinn, aber es wäre. Der Trick funktioniert ja nicht mehr. Haben wir clever gedacht. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Naja, und solche Kuscheltiere wie Hasi oder Teddy, wenn die einfach mal so random hier so rumliegen sind, werdet ihr so 100% wissen, dass das hier Geisterraum ist. Denn diese Tiere oder diese Kuscheltiere fliegen nur vom Geisterraum in andere Räume. Erstens, sie können nicht in andere Geisterräume fliegen. Zweitens, fliegen die nur raus, genauso wie diese Kleiderpuppen oder diese Schneiderpuppen. Die können sich nur raus teleportieren, wenn ihr Ursprungsort, also wie das, wie jetzt in dem Fall hier, nur wenn ihr Ursprungsort ein Geisterraum ist. Damit könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr jetzt mal so einen Teddy oder so einen Hasi hier am Boden irgendwo sitzen seht und ihr wisst, okay, der kommt aus dem Raum, aber hier gehen die ganze Zeit Türen auf, hier wirft ihr die ganze Zeit irgendwas, könnt ihr trotzdem sicher sein, dass hier ist Geisterraum. Das ist ganz interessant zu wissen. Da hatte ich jetzt auch schon manche Situationen, wo das Ganze oder wo man gestruggelt hat. Und wie gesagt, davon könnt ihr dann sicher sein. Okay, wir haben Fingis. Ich schaue hier gerne die Fenster an, denn Patscherchen oder Patscherchen, mein Gott, Fingis an den Fenstern deuten. Hast du eigentlich in der Regel auch nur im Geisterhaus? Ich habe es nicht genau gesehen, wer es war. Ihr könnt es zurückmachen. Wenn ihr am PC seid, einmal linke Pfeiltaste drücken. Okay, sie ist aggro. Das könnte. Ich spreche es gar nicht erst aus. Ich sag einfach, es ist Samara oder es ist das Kartoffelkind oder es ist die Wackeltante. Mehr weibliche Geister gibt es heute nicht. Mehr sind der Rest? Nein, ausverkauft. Nein, 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 nein. Einfach nein, nein, es nein. Einfach nein. Aber sie schluckt ganz schön, also. Oh, geben wir mal was zu schlucken. Ja, das ist. Einfach nein, wie gesagt, einfach nein. Sie ist nicht da. Es war sie nicht. Ich habe keine Gänsehaut. Oh, mir läuft sich kalt den Buckel runter. Sie ist einfach, es war nein. Ja, ihr habt's gesehen, ich nicht. Ihr könnt zurückmachen, ich nicht. Ich muss mich auf mein Bauchgefühl verlassen und ich sage einfach mal, mein Bauchgefühl. Ich mag mein Bauchgefühl nicht. So viel dazu. So. Hier bitte Toilette zu. Wir gehen jetzt einfach ganz schnell wieder raus. Es war nicht. Es. Nein. Es war nicht. Ja. Selbst wenn es jetzt die Oma wäre. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, hätte ich heute die Zeit gehabt, dass ich dann einfach noch eine zweite Aufnahme mache und die nehme. Damit ihr einfach euch nicht verarscht fühlen müsst, weil ich fühle mich ja selber verarscht. Wenn du eine Aufnahme am Tag machst, gut, gestern habe ich ja auch, glaube ich, schon ein Video erwähnt, waren es zwei, weil in der ersten kein Ton war. Aber bam, zweite war dann die Oma. Ich will halt einfach nur. Ich will auch einfach mal in Ruhe gelassen werden. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Ganz ehrlich, habt ihr Geister oder spezielle Skins oder bestellte Typen? Bestellte Type. Habt ihr spezielle Typen, die häufiger vorkommen oder echt zu spammen, so wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, in den Kommentaren, nee, gestern im Livestream hat auch einer gemeint, der hatte fünfmal hintereinander, also in fünf Häusern hat er fünfmal die Oma. Einmal hatte ich jemand, der gemeint, der hat, glaube ich, nur Shades hintereinander. Also habt ihr sowas auch? Oder ist bei euch das einfach bunt gefächert oder gemischt? Es kann natürlich auch sein, dass man bestimmte Typen, also nur bestimmte Typen immer überlebt und bei den anderen immer stirbt. Und somit weiß man nicht, wenn man mal was anderes hat. Ja, bei mir ist es halt insofern seltsam, weil ich jetzt nicht so viele Häuser spiele. Und zwar in der Regel genau eines in den Aufnahmen. Deswegen bin ich da mal leicht verwirrt. Wir müssen den Audio, was? Den Audio und so, die Cam dann nochmal in die Hand nehmen. Einfach nur, damit wir schauen können, ob wir Orbs haben. Weil wir jetzt erstmal nach Dottie schauen. Aber das Set sieht alles clear aus. Was mich überrascht, dass Dottie jetzt so leuchtet. Also, wann leuchten die denn da unten so krass? Ich habe einen Orb gesehen, aber der ist durch unseren Wellen geflogen, deswegen da eindeutig Dottie. Aber das Viech ist krabbelt. Das ist nicht die Oma, das Kartoffelkind.
Das ist das Kartoffelkind. Gorio, Oni und Gespenst. Okay, Gespenst können wir ausklammern. Oder bestätigen, je nachdem. Und zwar relativ einfach. Gorio. Brauch mal. Wir haben doch schon alles. Wir haben die Fingis nicht eingetragen. Wir haben auf jeden Fall Fingis. Okay, das war jetzt einfach. Ein Gorio. Salz, bereiche räuchern. Check. Okay, da würde ich sagen, wir räuchern jetzt den Bereich. Platzieren das Salz. Und dann warten wir bis er sie erst anfängt zu jagen. Damit ihr natürlich auch noch zum einen sehen könnt, dass wir heute Glück haben. Und zum anderen, damit wir auch noch ein bisschen Action haben. Das mit dem Hauchen war jetzt zwar gemein, aber... Ja, wobei, was heißt hier gemein? Das hat mir ein Herz verschert. Beschert. Das hat mir ein Herz verschert. Beschert. Weil ich gedacht habe, das sei die Oma. Aber das war auch fies, ganz ehrlich. Also das macht man nicht. Das macht man nicht. Einfach so tun, als ob meine Oma wäre. Gar nicht. Ich wurde auch gefragt, wo versteckt man sich denn hier? In Willow am besten. Gibt es hier irgendwelche Spots? Es gibt einmal hier drin. Warte, ihr seht das Ding? Hier, bei den Waschmaschinen. Gibt es einen Spot? Dann hier unten ist ein Brett, da kann man sich verstecken. Hier ist ein Schrank, natürlich Klappe halten. Dann angeblich hier hinterm Kühlschrank soll man sich verstecken können, weil der Geist nicht dahinter geht. Hier oben hinterm Schrank. Hier hinterm Schrank oder hier ist so ein Sessel, hier kann man sich auch verstecken. Unten im Keller, am besten hinter der Mülltonne, hier unten. Und ich glaube, hier unten ist auch noch ein Spot, aber den hier unten bin ich mir nicht sicher. Aber sonst Mülltonne. Das sind so die gängigsten Spots. Also könnt ihr gerne testen. Wie gesagt, hinter diesem Sessel bin ich mir nicht ganz sicher. Es sind keine hundertprozentigen Safe-Spots. Was bedeutet, ihr könnt da hingehen, könnt aber auch genauso gut, wenn es blöd läuft, auch mal sterben. Aber in der Regel überlebe ich in diesen Spots so häufig. Klar, man kann immer wieder mal nicht die Klappe halten oder machen auch zu spät die Lampen aus, dann... Okay! Sag mal, kannst du beim nächsten Mal deinen Fuß da weglassen? Ich würde gerne erstmal schöne Runde Häufchen machen, bevor du da deinen Fuß... Nein. Es reicht mir schon, dass also mein Häufchen gestiegen ist. Dass ich mein Häufchen auf seinen Fuß gemacht habe. Oh Mann. Okay, theoretisch haben wir jetzt alles, aber ganz ehrlich, ich will natürlich den Geist sehen. Deswegen würde ich sagen, für euch gibt es jetzt einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Fangen spielen wird. Bis gleich. Hey, ladies and gentlemen, mir wurde mal gesagt, hey, warte mal, hast du nicht mal behauptet, man hört keine Steps mehr, aber hier gerade eben. Das waren noch eindeutig Steps. Das liegt ganz einfach daran. Ihr hört diese Steps, wenn er in Sights dackelt. Denn sonst würdet ihr hier den Fußabdruck sehen, ihr chillt vielleicht hier, weil ihr seht ihn gerade und denkt euch, gibt es jetzt eigentlich Footsteps oder nicht? Also gibt es jetzt irgendwas zu fotografieren oder nicht? Deswegen haben sie immer noch diesen Sound hier mit drin, dass wenn die hier in Salz wandern, dass man halt immer noch diese Steps hört. Aber sonst die anderen Steps, die man hier normalerweise so hört, so random, die habt ihr nicht mehr. Die wurden entfernt, die habt ihr jetzt nur noch als Ausschlag mit dem Parabolmikrofon. Aber diese Steps hier durch Salz, weil das wurde mir schon so häufig gesagt, hey, du hast auch mal gesagt, hey, da sind doch keine Steps, aber ich war in deinem Stream und habe auch eindeutig gehört, dass das Steps waren. Oder in deinem Video habe ich eindeutig Steps gehört. Auch bei mir hatte ich Steps. Wie kommt denn das, ha? Ja, jetzt wisst ihr es. Einfach nur, wenn ein Salz dackelt, habt ihr Steps. Weil das sind diese Steps, die ihr dann auch fotografieren könnt, wenn ihr sie hört. Hört ihr zum Beispiel ein Salz wandern und ihr hört nichts, dann habt ihr auch keine Fußabdrücke, die ihr fotografieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel Fußabdrücke hört, also diese Steps hört, wo vorne die Hand nimmt, aber nichts sieht, dann ist es ein Gespenst. Wenn ihr eine Vorlampe in die Hand nimmt und irgendwas sieht, dann kann es jeder andere Geist sein. Deswegen lasst euch da nicht verwirren. Aber sonst, normale Footsteps hört man nicht mehr. Ich werde jetzt auch, wie gesagt, nur noch den Geist gleich räuchern während der Jagd. Einfach nur, weil wir es können. Vielleicht. Dann werde ich noch Pingis machen und dann können wir auch schon abdüsen. Ja, das wollte ich euch nur so noch mitteilen. Genau, hier hört ihr es gerade. Hier. Das, was ihr hier hört. Das sind einfach nur hier, diese Footsteps, die hier. Damit ihr wisst, okay, jetzt kann ich eine Vorlampe in die Hand nehmen und jetzt sollte ich was sehen oder auch nicht. Ja, bis gleich. Okay, ladies and gentlemen, es geht los. Und das Viech ist in mir gespawnt. Ja, es ist das Kartoffelkind. Okay, Taschenlampe aus. Bleistäbchen wegwerfen. Klappe halten. Ich sag ja, dieser Spot
ist asozial. Sobald ihr nicht schafft, oben die Tür zuzumachen, habt ihr keine Chance. Leider, leider sind wir tot, aber ganz ehrlich, ladies and gentlemen, wie gesagt, ich hab's euch gestern schon gesagt, ich bin nicht der Fan davon, 10 Aufnahmen zu machen und die Beste rauszupicken. Ich kann auch mal verrecken, ich kann auch mal sterben. Wir haben theoretisch alles erledigt. Knochen und Fotos haben wir nicht. Wir hätten auf jeden Fall viele Fingis machen können. Aber ganz ehrlich, euch geht es bestimmt genauso. Dass mal alles super läuft, dann kommt eine Jagd und ihr seid Schicht im Schacht. Wundert euch, wieso ihr verreckt, obwohl ihr in einem Spot oder in einem Safe Spot seid. Mir passiert das genauso. Leider bin ich verreckt, aber ganz ehrlich, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich wollte mich davon überzeugen, ob es wirklich das Kartoffelkind ist oder ob es die Arme ist. Und ich bin happy, denn es war nicht die Arme. Deswegen kann ich auch gerne mal sterben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, sobald wieder mehr Luft ist, gibt es auch wieder GRC oder auch andere Projekte. Momentan, ja, müssen wir einfach weiterhin die Arme jagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.